Moin, Freunde, in der heutigen Folge wird am Außenmauerwerk weitergearbeitet. Einmal hier die ganzen fehlenden Steine setzen. Dann werde ich einmal oben hier die Küche ausbauen, hier unten auf den Bautisch setzen und dann kann ich hier diesen kleinen Spalter nochmal vor Ort anpassen. Ja, dann wird wahrscheinlich wieder alles zurückgesetzt. Dann kommt wieder alles dort oben hin und den Rest, den kann ich dann auch direkt an der Burg dann vor Ort bauen. How I built a Lego castle from scratch. Episode 143. Küche und Rittersaal in der Position, wie sie nachher auch in der Burg eingebaut werden. Ich werde jetzt hier einmal diesen Spalt genau anpassen. Mit der Treppe, die habe ich jetzt auch auf Höhe bringen können. Die Anpassung, die sieht eigentlich auch ganz gut aus. Dann mache ich da oben das restliche Mauerwerk noch und dann kann ich das erstmal wieder alles zurückbauen. Step 1, Step 2 auch erledigt. Ich baue das jetzt alles einmal wieder an Ort und Stelle. Küche, Rittersaal und Außentreppe sind wieder in Position. Etliche Steine gerade gerückt. Aber sieht gut aus. Alles ist gut. So, dann habe ich hier auf der Seite das alte Problem mit der nach außen drückenden Burgmauer. Da habe ich ja eigentlich nur dieses Teil und das hilft auch schon einigermaßen. Da muss ich mal gucken, wie ich das noch eventuell noch besser hinbekomme. Ja, Mauerwerk hier vorbeiführen, da muss ich erstmal gucken, wie ich das da drüben gemacht habe. Da ist eine ähnliche Situation. Aber ich glaube, ich habe die reingezogen noch weiter. Ich gucke mir das gleich mal an. So, jetzt hier mal mit schlechter Beleuchtung oder noch schlechterer Beleuchtung. Der Aborterker ist auch schon mal eingebaut. Hier die Hoses, die musste ich kappen, deswegen ist das beim letzten Mal noch nicht passiert. Ja, jetzt kann ich hier auch die Techniksteine gleich noch mal hinsetzen. Alles, was fehlt, den da noch ein bisschen stabiler einbauen. Hoses ran. Und dann melde ich mich wieder. Die Innengestaltung im Rittersaal ist fast abgeschlossen. Fehlt eigentlich nur noch die Kaminwand und ja, und das hier, das Treppenloch. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das nach oben hin abschließen soll. Hier kommen ja einfach auch weiße Wand, weiße Giebel, Seite, kein Problem. Hier muss da noch irgendein Muster rein. Das schaffe ich heute nicht. Ja, Außenwand habe ich auch so weit hochgezogen mit den Techniksteinen. Am Aborterker ist hier schon mal eine Befestigung für das Dachelement eingebaut. Ansonsten werde ich jetzt hier alles nochmal mit Hoses verkleiden. Das Dach würde ich gerne noch fertig machen. Und mal gucken, wie dann. Hier müssen auch überall Hoses ran. Ja, die Wand habe ich hier oder die. Den Zacken hier, den habe ich eine Nobbe weiter nach rechts verlängert. Das Mauerwerk läuft jetzt einfach hier gegen und hier läuft das auch gegen und die Kante ist quasi hier verdeckt. Irgendwie so ist das. Ich mache erstmal noch mal ein bisschen weiter. Das Dach von dem Aborterker habe ich nochmal auf 45 Grad abgeändert. Wie ich die Dachflächengestaltung mache, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht werde ich einfach nur hier Fliesen raufsetzen und dann ist das relativ bündig hier zu den Slopes. Ja, 45 Grad, dann habe ich hier oben noch ein paar Ziegel rein. Das sieht, glaube ich, besser aus, als wenn der Aborterker hier direkt unter diesen Zierstreifen endet. So habe ich hier wie bei den Fenstern noch ein paar Streifen und dann kommt erst die Zierleiste. Habe hier noch ein paar Hoses gesetzt. Alles, was ging. Und hier hinten auch leider die Ecke nicht mehr. Das ist der Stand für heute. Aber es ist ja ein bisschen was geschafft worden. Hier drin haben wir einiges fertig bekommen. Wir haben den ganzen Rotz hier auf die Plattform wieder stellen können.
Damit bin ich raus. Ciao, ciao.